Servus, grüßt euch. Jetzt geht es weiter mit dem Einbau, dem Umbau von der Ölheizung auf die Wärmepumpe. Inzwischen sind alle Leitungen entfernt. Da oben könnt ihr ganz gut erkennen die Anschlüsse für die Fußbodenheizung, diese vier Regelkreise und die Anschlüsse für die Radiatoren. Denn in diesem Fall ist es ja so, dass immerhin 80% des Hauses über Radiatoren beheizt wird und deswegen wird das Ganze sehr spannend. Jetzt geht es darum, natürlich den alten Wasserspeicher, den hier mit noch vierstelliger Postleitzahl aus dem Keller zu entfernen. Das war natürlich aufgrund des Gewichts und der Konstruktion ein ziemlicher Aufwand, den neuen Speicher hineinzubringen. Den sieht man hier rechts im Bild, der dann als Wasserspeicher bzw. als Wärmespeicher für Warmwasser und die Heizung natürlich fungiert. Genau, hier haben wir schon die neuen Anschlüsse für die Heizung installiert, die Verbindung von den Rohren. Im oberen Bereich seht ihr die Rohre, die zu der Solarthermieanlage laufen. Auch für die Übergangszeit jetzt nutzen wir die Solarthermie, sodass wir zumindest warmes Wasser an der Stelle haben. Denn natürlich ist das große Problem, dass wir jetzt erstmal, solange der Umbau läuft, ansonsten komplett auf warmes Wasser verzichten müssen. Deswegen ist die Solarthermie angeklemmt. Sehen wir nicht im Bild, wir haben nur die Rohre gesehen. Das hier sind jetzt die Steuergeräte, die an den Speicher schon angeschlossen sind für eben die Heizkreisläufe der Fußbodenheizung bzw. der Radiatoren im Haus. Hier sieht man jetzt ganz gut die provisorische Heizung, die da hängt. Das ist die alte oder beziehungsweise auch die neue Solarthermieanlage, die zur Steuerung der Heizung entsprechend dient.
Über die haben wir eben jetzt über den Sommer hinweg warmes Wasser oder werden mit warmem Wasser entsprechend versorgt. Genau, hier sieht man auch schon die Anschlussrohre. Diese beiden Rohre, die man hier sieht, die Kupferrohre, die werden direkt an die Solarthermieanlage laufen und werden zukünftig die Verbindung zwischen ihr und der Dacheinheit schaffen. Inzwischen sind etwas mehr Rohre hinzugekommen und jetzt müssen wir erstmal eine kleine Pause anlegen, denn der nächste große Schritt wird der sein, dass wir die Außeneinheit der Wärmepumpe entsprechend installieren und diese dann mit der Inneneinheit über die Rohrleitung, man kann es hier oben sehen, das KG-Rohr entsprechend verbinden.